Freunde, wieder herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal Jensis Weltmoberreportagen und mehr. Hier ist der zweite Teil und wie versprochen gibt es jetzt natürlich das, was ich in der Woche gesehen habe, gefilmt habe, fotografiert habe, wenn ich die Möglichkeit dazu hatte. Also dann, Film ab. Ja. Hier ist genau der Zug, den ich nachgestellt habe. Okay, es ist ein anderer Lok. Aber es ist die IC ohne Steuerwagen. Wenn ich mir die Wagen so angucke, die haben auch schon die letzten Jahre hinter sich. Manche haben oben ein flaches Dach an der Kante und manche haben abgerundetes. Deutlich zu erkennen. Der fährt doch nicht nach Geld. Ja, habt ihr das gesehen? Kein Steuerwagen. Das gibt es also auch noch. Telefon. Thank you.
Ja, da war aber noch einiges dabei, ne? Besonders die Bilder. Ja gut, bei der Inlandmüller, da ging es nicht anders, weil wenn man da schnell vorbeifährt, da kannst du nicht sagen, fahr mal bitte langsam, damit ich das fotografieren kann. Ne? Das geht natürlich nicht. Ob die natürlich nächste Woche noch da steht in Hamburg, das kann ich euch nicht sagen. Also werden wir ja dann sehen. Besonders cool fand ich ja dann dieses ganze Gespann. Das habe ich ja vorher fotografiert. Die Fallen 100, die beiden 141er, die Ludmilla und dann die beiden Holzroller. Ich hatte ja eigentlich gedacht, dass die alle gesamt rausgefahren kommen. Das wäre der absolute Hammer gewesen und eine schöne Lokparade. Aber leider war es dann bloß die V100 und die beiden 141er, die gezogen wurden. Und das war ja auch okay. Ne? Wir haben das Übliche, was dabei gewesen ist, ICE und so weiter. Na gut, interessant waren auch noch die zwei 218er. Das war auch nicht geplant, dass die vorbeikommen. Das wurde diesmal nicht angesagt, dass ein Zug durch den Bahnhof kommt, was ja sonst immer kommt. Signal blieb immer noch auf gelb. Ich bin zurück in meinen Zug, hab gewartet, dass er abfährt. Und auf einmal wechselt das Signal auf grün, weil ich es auf dem Fenster aus sehen konnte. Bin schon mal schnell raus und da waren es die 218er. Ja, schön wäre natürlich ein Güterzug noch dran gewesen, aber man kann nicht alles haben. Ja, und was die Fotos angeht, da brauche ich euch ja nichts erklären, dass es ein bisschen schwierig ist, wenn es anfängt zu dämmern, Fotos zu machen. Und wenn ich so spät losfahre und Spätschicht habe, dann wisst ihr auch, wenn ich in Eisenach ankomme, ist es da schon stockfinster und da Fotos zu machen. Dasselbe zählt übrigens auch für Erfurt, wenn ich da am Bahnhof ankomme. Güterzug filmen, der auf dem Gegengleis ist, im Dunkeln, keine Chance. Ich habe einen Schweizer Zug gesehen, also mit diesen Vascosa heißt, glaube ich, Getreidewagen, blau, dunkelblau, im Dunkeln. Tja, der Schrift ist das Ähnliche, was du gesehen hast auf dem Handy. Aber die Lok hast du nicht erkannt, obwohl der Cargo dran stand. Also das hat nichts gebracht. Und außerdem standen da noch andere Triebwagen und dann kam noch der ICE reingefahren und dann sagst du, ach, lass es, egal. Na? Also das klappt nur, wenn auf dem gleichen Gleis, wo ich warte, sind ja drei Stück in Erfurt, wenn da was durchkommt, das kann man eventuell dann noch filmen, wenn es vorbeifährt, im Dunkeln. Aber das war es dann auch schon. Ansonsten versuche ich halt nur, was zu fotografieren, wenn es hell ist, wenn es nicht spiegelt. Oder wenn ich halt Aufenthalt im Bahnhof habe, wie das so manchmal in Lauenburg der Fall ist, da hat man manchmal Glück, dass was durchkommt. Nicht immer, aber es kann passieren. Und das nehme ich dann meistens mit oder filme ich dann meistens. Ja, gut. Das ist das gewesen, was ich eine Woche erlebt habe. Ich kann euch ja sagen, dass nächste Woche für mich eine interessante Woche wird. Also wird nächste Woche eine interessante Woche. Das ist ein blödes Wortspiel. Aber das werdet ihr dann sehen, was ich da wieder erwische. Denn da habe ich sehr viel Aufenthalt in Bahnhöfen und sehr viele Möglichkeiten, was zu erwischen, falls was kommt, falls ich was sehe. Aber da lasse ich mich überraschen. Das werde ich euch doch dann alles zeigen, wenn es dann soweit ist. Ja, gut, was hatte ich denn noch für Themen? Ja, eigentlich sollten noch zwei Überraschungspakete kommen. Was es ist, weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass sie von weit, weit her kommen. Ja. Aber sie sind leider noch nicht da. Also das eine kommt von weit, weit her. Und nein, es ist nichts, was ich mir organisiert habe über eBay oder sonst woher. Es ist ein richtiges Überraschungspaket aus dem Ausland. Aber ich weiß eben nicht, was es ist und von wem es kommt. Nein, das ist nicht von BLS. Noch weiter weg. Bin echt gespannt, wann das hier ankommt. Ja, und das andere, das kommt dann, wie gesagt, von jemandem, den ich schon kenne. Und der auch ein treuer Zuschauer meines Kanals ist. So, das war's eigentlich. Mehr gibt es nichts zu berichten. Ich habe euch alles erzählt, was wichtig war. Und dann würde ich sagen, wir könnten das Video erst beenden. Oder nicht? Dann wünsche ich euch jetzt noch eine schöne Restwoche. Und ich hoffe doch,
dass ich das nächste Video pünktlich hochladen kann. Nämlich am Wochenende, wie sich das gehört. Und nicht mitten in der Woche. Was ja eigentlich Blödsinn ist. Aber was willst du machen, wenn das Internet nicht geht? Nicht wahr? Vodafone? In dem Sinne, tschüss.